Hallo, liebe Subsistence-Freunde, jetzt sind wir wieder mit einer neuen Folge für euch. Ja, Hoppala. wir wollen dieses Mal eine Baufolge machen. Wir müssen mal wieder ein bisschen was bauen hier, Freunde. Wie kann denn nicht sein, dass wir immer nur unterwegs sind und nichts machen? Ja, was heißt Zu denn nichts Hause. machen? Wir machen ja schon was, ne? Ja, aber guck mal darüber, da sind jetzt auch mittlerweile schon drei Windmühlen auf dem Dach und alles. Also. Ach, das hast du jetzt nur so, um mich zu ärgern. Ja, ist so. Guck mal rüber da. Ist das hier richtig freundlich? Ich gucke mal eben kurz die Höhe und sowas. Ich bin hier. Wir müssen ja auch. Wir wollen ja einen Turm machen, ein kleines Türmchen, ne? Leute, das heißt, guck mal, die Möwe hat einen Fisch gezogen. Du bist irgendwie verdreht, ne? Kann das sein? Du ziehst ja die Schnur rückwärts. Ja, ich guck da, was du da machst. Wer zieht denn für die Schnur so rückwärts, ey? Ja, der Turm, der muss ja nicht allzu hoch sein, das ist zu teuer, aber so, dass er dann halt ein Turm ist, das heißt, wir müssen eben über diese Dächer hier rüberkommen, so. Und dann will die Möwe da noch ein bisschen irgendwie was machen, ne, oder? Aber weil ich dieses jetzt schon gewohnt bin, hier zu bauen, Leute, mache ich das mal eben schnell fertig. Wir haben ja auch ein bisschen gesammelt nebenbei für dieses Bauprojekt, ne? Wir brauchen ja so eine Art Wahrzeichen für unsere Macht hier, ne? Ihr seht es vielleicht mittlerweile auch selbst, dass wir hier vorwärts kommen. Und ja, dann wollen wir jetzt natürlich weitermachen, dass wir mal hier, Ja, ich kann ne? mich noch dran erinnern. Weißt du noch, was ich da für eine riesen Unterwasser-Dings gebaut habe bei hier Lol. Subnautica? Nee. Das hat zum Schluss noch alles geruckelt. Da ging ja gar nichts mehr. Ich wollte ja eigentlich durch den kompletten See da durch, aber das ging ja leider nicht. Ja, Möwe, das ging ja wieder nicht, sagt er. Ihr seht es auch, ab hier wird es wieder kritisch, ne? Das bedeutet hier. Ach so, das ist ja klar. Ich habe ja die Dings vergessen, ne? Oh. Möwe, ich habe alles unter Kontrolle. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Naja, ich sehe das schon. Du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu Ich machen. sehe das schon. Ja, Mann, warum beißen die Fische denn jetzt immer so schlecht hier? Das ist doch nicht schön. Was ist denn das hier, Alter? Ich hänge hier voll fest, Mann, ey. Hä? Scheiße, das könnte auch gefährlich sein hier. Ja, hier brauchen wir natürlich immer diese blöden Brückenteile, seht ihr? Da ist ja auch eine Brücke. Aber hier fehlt die irgendwie. Oh Mann, ey, es ist echt schwierig zu bauen hier, muss ich ganz Oh, ehrlich sagen. meine Wäsche ist auch fertig. Ich muss gleich Wäsche aufhängen. Ja, ich weiß. Die Möwe macht schon wieder Stress, ey, das ist immer ein bisschen kritisch. Aber man kennt ihn ja nicht anders, Freunde, oder was sagt ihr dazu? Ja, ich bin halt auch fleißig. Ich muss auch nebenbei hier noch ein bisschen was schaffen, Freunde. Das ist nun mal so. Möwe, du musst mal hier im Spiel ein bisschen was schaffen, das ist wichtiger. Mann, wie soll ich denn das hier? So vielleicht. Drehen? Da drüben läuft irgendjemand. Das könnte ein Deadlift sein, ne? Guck mal, am Strand. Möwe, siehst du den? Der Ja. guckt schon gefährlich zu dir rüber. Ja, was kann wohl das denn nicht sein? Der Ja, wird ja das von ist sich ja, da warte mal, so hinhangeln. rum muss ich doch, ne? Genau, oh, ich bin ja auch ein bisschen verdreht gerade. Guck mal hier. Ich will ja, dass man da hochkommen kann. Und dass man sich den Kopf jetzt hier stößt. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Ui, seht selbst. Boah, noch schießt er nicht, noch angelt er nur. Das ist unser Teich. Was will der Hund hier? Jetzt kommt das Ding hier. Kommt der hier? Freunde, das kriegen wir alles in den Griff. Ne? Ich bin da ein bisschen optimistisch teilweise. Darf ja nicht runterfallen, Mann. Jetzt nochmal probieren. Guck mal, hier kommt man perfekt hoch. Brauche ich hier wieder eine Kante. Dann eine Treppe. Muss natürlich andersrum gehen, so. Ja, das war auf jeden Fall ein Deadlift. Doch, ne? Das ist echt übel, Ja. Mann. Was wollen die hier, ey? Sollen sie in Ruhe lassen, Mann.
Und der kommt direkt zu uns hingelatscht. Ne? Mal eben kurz angeln hier bei uns. Ja, ne? Ist ja alles kein Problem. Die Möwe angelt gerade, Leute, weil wir brauchen Fischöl. Ne? Wir haben keine Getränke mehr, gar nichts. Das ist natürlich dann ein bisschen suboptimal. Na, was ist los? Gar nichts. Wie hoch sind wir schon? Sieht das schon gut aus? Kann noch höher, ne, oder? Oh, warte mal, ich guck mir das gleich mal an. Noch eine Rundung. Oh. Eine Etage geht wohl noch. Hast du denn noch Bretter? Die Bretter gehen langsam leer, Leute. Bretter? Muss ich welche machen? Ja, Leute. Gehen langsam wieder leer, die Scheiße. Ich mach mal ein paar noch. Ich hab nur noch 12 Bretter, Leute. Ihr seht's vielleicht selber mittlerweile. Wie viel? 12? Hab ich nur noch, ja. Wird das Bauvorhaben an den Brettern scheitern, Freunde? Wir werden es gleich gewahr. Ich glaube nicht. Den brauche ich gar nicht da jetzt. Alles braucht Cotton, ne? Jede Reparatur hier von den Klamotten braucht Cotton, ey. Die sind doch bekloppt, ey. Ja, das brauche ich, ne? 4. Ah, 7 Bretter nur noch. Ey, ich brauche aber eine Plattform, brauche 5 Bretter, Leute. Das ist ja voll unfair, Mann. Ja, das ist schon ein bisschen heftig, ne? Ja, ich bin down, ich kann nichts mehr bauen, Leute. Ihr seht es selbst, ich bin traurig. Aber wir sind schon mal ein bisschen weiter gekommen hier beim Bauen, Leute. Ein bisschen höher gekommen. Seht ihr das, Freunde? Eine Treppe, jetzt brauche ich eine Rundung. Hast du Bretter gemacht, Henke? Ja, ich bin gerade dabei. So, 4. Ne, ich habe gerade im Bau fertiggestellt. 4. So, jetzt die Treppe noch. Die Treppe ist mein letztes Ding jetzt hier für Leute. Dann haben wir es geschafft. Mal aufpassen, dass ich runterfalle. Ich glaube, dann bin ich schon direkt tot, Alter, wenn ich hier runterfall. So, und wenn wir jetzt die Plattform machen, also hier jetzt so diesen Aufstieg. Dann bräuchten wir theoretisch... Ja, noch eine Treppe, glaube ich, ne? Oder? Oder wie? Nee, das geht ja gar nicht. Denk dran, dass da oben der Platz genug sein muss für 3 oder 4 Beete, ne? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt ab jetzt Dächer bauen und dann so eine große Dachfläche machen oder sowas, ne? Wenn das hier die Höhe sein soll, die wir... Ja. Erreichen. Also ich kann nicht mal weiterbauen, Freunde. Ihr seht es aber auch, das ist schon ein bisschen... Ist schon relativ hoch, ne? Oder? Oder sieht der noch klein von unten aus? Was hast du denn dazu? Also über ein Haus sind wir jetzt ja. Das ist schon mal gar nicht mehr so schlecht. Naja, ist so groß genug. Und dann wollte ich die ganzen Satzschüsseln und die ganze Stromanlage vielleicht nochmal hier oben rauf machen, damit die Deadlifts die nicht zerstören, weißt du? Hier oben kommt ja überhaupt keiner ran dann, weißt du? Gut, dafür hätte der dann aber breiter sein müssen, ne? Ja, ich wollte ja die Glaskuppel eigentlich auch mit dem Glasdach bauen, ne? Ja, soll der auch, oder wie jetzt? Ja. Aber da kann man doch auf dem Glasdach, kannst du doch die Sachen drauf machen. Also, wieso die Plattform hier oben, das wäre doch noch größer, das ist ja nur der Turm. Und jetzt machen wir so wie ein Pilz, weißt du, so soll das sein, wie ein Pilz. Ach so. So stelle ich mir das zumindest vor, Leute. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, aber ich hoffe.
Ja, denn, was wolltest du jetzt machen? Die Außenfassade in Glas, oder was? Das ist zu teuer, alter Löwe, das schaffst du niemals. Natürlich. Nö, das ist... Klar. Ach, du schaffst ja nicht mal eine Glaskuppel da oben zu bauen. Ja, als erstes machen wir natürlich die Glaskuppel, das ist ja klar. Wir müssen hier jetzt erstmal die Tür ranmachen, sonst kommen da irgendwelche Affen ran hier. Türrahmen. Oh, ich habe keine Bretter mehr. Hast du schon Bretter irgendwie? Ja. Ja. Glas haben wir ja auch ganz viel produziert, Leute. Wir wissen ja, wir haben ja die ganze Zeit schon das im Hintergrund gehabt, dieses Plan hier. Ja. Ne? Also wenn das so ein Glasturm wird, doch, der ist schon hoch, ne? Da rechts. Oh. Thanks. Wie viel hat er denn? 1, 2, 3 Stockwerke. Ey, so viel ist das gar nicht, ne? Das ist merkwürdig, Alter. Da kannst du mal sehen, wie toll der Scheiß ist, ey. Ah ne, du musst eine Glastür hier bauen, ne? Du wolltest ja eine Glastür machen, ne? Ja. Ja, dann lass ich das sein, dann baue ich oben weiter. Bibi. Nur damit hier keine Fremde reinkommen, da muss natürlich eine Eingangstür sein für den Turm. Also ich kann mir das auf jeden Fall richtig geil vorstellen, wenn hier überall Glas jetzt wäre, so ist es nicht, aber ich glaube, das ist teuer. Ich glaube, da übernehmen wir uns, Freunde. Ihr kennt doch Subsistence, Alter. Hier wird einem nichts geschenkt, ihr seht es vielleicht mittlerweile selbst. Holzdecke, da müssen wir jetzt das machen. Ne? Bist du sicher, Möwi? Ja. Möwi. Möwi. Hast du mir Bretter gegeben? Ich habe schon wieder nur noch 7. Das heißt wieder Holzhacken, Leute, wa? Oder meinst du, wir kommen bei Waskan irgendwie da rein, so mit der Hand irgendwie? Ich muss mal gucken, ob das jetzt hier so funktioniert. Ach ne, ich brauche eine Rundung, ne? Oder wie? Nee, ich brauche... Wir müssen jetzt ein bisschen größer bauen. Eine Plattform so. Da darf man sich auch nicht den Kopf stoßen. Eigentlich, ich glaube, wir brauchen noch eine Treppe, ne? Oder was? Ach so, eine Glas. Warte mal, ein Glas. Guck mal, Leute, wenn ich hier jetzt rüber baue, ne? Da, das geht nicht. Dann stößt man sich hier den Kopf. Also ich muss irgendwie noch eine Treppe bauen oder sowas, Leute. Versteht ihr, wie ich meine? Also es ist gar nicht so einfach, ey. Das ist architektonische Meisterleistung, was ich hier so gerade fabriziere. Boah, ich kann gerade nur eine Stufe machen, Leute. Ihr seht es mittlerweile vermutlich. Möwe, hast du schon ganz viel Öl und Fisch und so? Aber guck mal, wir können hier runterspringen, Leute, ins Wasser. Juhu. Wir können sogar... 16. Ja? 16 Mal Öl habe ich jetzt. 16 Mal Öl, Freunde, habt ihr das gehört? Ich drehe total durch. Ja. Sieht ein bisschen dumm jetzt hier aus, ne? Aber was soll ich denn machen, Alter? Das geht ja nicht anders. Shit. Also die Kuppel machen ist gar nicht mehr so einfach, Leute. Das geht nicht anders, ne? Es muss doppelt so hoch. Oh, ich bin immer noch weiter hier am Fischfang. Oh, ich habe nicht mehr viel angehaken, nur noch 3 Stück. Mal Öl. Überleg gerade noch einmal eine Leiter hier ran zu machen, Alter, weil ihr wisst das, ne? Dieses Dach kommt ja hier komplett rüber. Ich überlege noch, guck mal, wenn wir hier hochlaufen, stoße ich mir denn die Birne? Ja, ich glaube, da muss noch eine 3. Oh, Mann. Das ist nicht so einfach, Leute. Alles nicht so einfach, Leute. Ihr seht es mittlerweile vielleicht selbst. Ich lagere das jetzt einfach nur mal da. Das kommt ja alles wieder weg, ne? Gut, dann müssen wir mich im Holz hacken. Warte mal, ich spring mal ins Wasser. Mewe, ich sterbe. Dann kriegst du Schuld. Mewe! Oh, guck mal, wie weit ich gelandet bin. Du. Jetzt hat er mich gleich am Haken. Schnell weg. Mewe. Leute, das ist unser Türmchen. Das sieht geil aus, ne? Ja, da hinten sieht jetzt scheiße aus, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst lösen soll. Keine Ahnung. Kaum springt er im Wasser, gibt's hier nur einen kleinen Fisch. Hey,
Wir brauchen große Fische am Land hier, Freunde. Und Tomatensamen gefunden. Ja, ich hack mal eben. Ich will nämlich noch eine Stufe dahin machen. Ich will gucken, ob das funktioniert, Leute. Auf jeden Fall. Aber mit was kann noch irgendwas handeln oder so? Oder meinst du lieber nicht? Keine Ahnung. Ich will mal fragen. Warte mal, hier sind doch Treppen, Alter. Soll ich die mal abbauen oder was? Möwe. Möwe. Ja, das sind ja Treppen da, ne? Was kann zu Hause? Sieht er das? Wenn ich hier so Treppen wegmache? Ja, lass das mal. Also, meinst du, das merkt er oder was? Dass der Handelsposten auseinandergebaut wird, weil wir die Rohstoffe brauchen. Möwe. Ich glaube, er wird sehr amused sein darüber. Möwe, was heißt denn amused? Freunde, ihr seht's selbst. Und du hast Glas gebaut, das kostet aber Strom, wenn du Glas baust, ne, oder? Nein, ich hab doch, wir hatten doch Glas. Glas schon. Dann bau mal eine Glastür, dass wir das wenigstens schon mal zu haben, den Turm. Ja, mach ich gleich. Was denn? Also Frechheit, der Turm, er sagt was denn? Dann muss der Turm noch höher gebaut werden, damit die das sehen, oder was? Hallo, das ist unser Weltwunder hier. So eine unverfroren Öheit. Leute, gerade mal 1, 2, 3, 4, 5 Bretter gemacht, ne? Die ganze Zeit nur am Hacken hier. Ich muss auch aufpassen wegen den Deadlifts. Die sind ja auch überall, Freunde. Bäh. So, mein letzter Angelhaken. Ja, dann machen wir wenigstens Fischöl für meinen Gesundheitstrank, Leute. Ansonsten geht es uns ja eigentlich soweit gut, ne, oder? Yeah. So, kann ich jetzt so eine dusselige Treppe bauen? Stufen. Ja. Dann fehlen wieder 4 Bretter, ey. Oh. Teuer, ey. Ja, der Turm, ich weiß, das sieht ein bisschen komisch aus, Leute, aber wir müssen das ja irgendwie versuchen zu realisieren, ne? Also gerade hochziehen ist ja kein Problem, aber dann eine Platte zu machen, ne? Wo man auch Luft hat nach oben hin und sich nicht den Kopf stößt, weil das würde ja zwangsläufig passieren, wenn ich das jetzt nicht mache. Das ist ja das Ding. Und wir wollen da oben ja eine große Kuppel haben, das soll ja gar nicht mehr so klein werden, ne? Zeug im Ofen. Was ist es dann? Hä, was sagt der Vivek? Wenn du Zeug im Ofen lässt, ist es dann einfach weg, nicht mal vergammelt. Vivek. Hat er geklaut oder was meint er jetzt? Verstehe ich nicht. Oh Mann, du Scheiß wie. Was meint Vaskan, du? Keine Ahnung. Ja. Achso, hinter dir, ich schmeiß noch eine Made, 2 Maden hinter dir, ne? Die liegen da, kannst du einsammeln. Der Turm an sich ist schon geil. Und das hier, ist das hier schon das blöde Gestänge? Ja, ne? Shit. Alles sieht komisch aus, ich weiß, aber was soll ich machen? Wenn du etwas kochen tust, ja. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Also er meint diesen Backofen jetzt, ne? Wenn er da was kocht und das lässt da drin liegen, dann verschwindet das? Ne, das wird doch grün dann, ne? Wenn es gammelig wird, oder? Hm. Das teure Zeug, das ist dann einfach weg, wenn du es nicht rausnimmst. Frag mal die Deadlift. So gammelfleisch. Das wird doch zu diesem grünen Zeug, ne? Oder nicht? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Im Ofen habe ich das bisher noch nicht ausprobiert, ne? Möwe! Nope, ist komplett weg, sagt er. Hm. Ja, dann ärgert man sich wenigstens nicht so, weil man es nicht mitkriegt, was da alles weggegammelt ist. Boah, ist das weit weg hier, Alter. Was ist hier denn? Was liegt hier denn auf dem Boden? Ja, hab ich dir doch gegeben. Baumlarve, was soll ich denn damit? Das sind doch Angelhaken und Nase. Du hast doch keine mehr, hast du gesagt.
Ich will ihn gefallen tun. Keine Angelhaken, das sind Würmer, sind das, was du mir gegeben hast. Ja, aber aus den Würmern machen wir schon die Angelchen. Also, Leute, hört, ihr seht selbst, ich verschlag mich jetzt schon fast. Naja, gut, aber für die Beete wäre es ein bisschen krass, der Weg weit nach oben für Wasser, ne? Würde ein bisschen eine halbe Stunde unterwegs sein. Da muss aber mal Wasser hier oben anschleppen. So, und was willst du da oben jetzt bauen? Die Kuppel kommt hierher. Also die wird doppelt so groß und dann, also hier kommen noch außen, kommen noch so Rundungen dann, weißt du, das geht hier dann auch noch hin. Aber keine Dings mehr. Guck mal, das musste wegen der Höhe sein, sonst würdest du dich hier den Kopf stoßen irgendwie, weißt du? Wie den Kopf stoßen? Na, die Decke, die kommt ja jetzt noch zu uns hier so rüber, verstehst du? Ja. Ja, wenn ich das niedriger hätte, dann würden wir gar nicht mehr hochlaufen können. Also das musste so dumm hochgebaut werden, leider. Aber dafür ist das hier jetzt die Endhöhe dann quasi. Wir können so da auf der Höhe soll das Dach quasi sein, oder was? Ja, das hier ist jetzt der Fußboden. Genau, der Fußboden theoretisch. Vom Dach. Ja, ich will jetzt hier komplett einen Boden machen. Ne? Wolltest du den Fußboden nach unten auch Glas haben? Nee, ne? Das kann Holz sein, oder? Das ist sonst zu teuer. Also Glas können die Seiten, die Außenwände sein, ne? Da müsstest du musst runde Glasscheiben bauen. Hier, guck mal, dann kommen hier die runden Glasscheiben dran. Ja, und ein paar eckige, ja. Ja, eins, zwei runde Glasdinger und dann kommen eins, zwei... zwei gerade und dann wieder eins, zwei. Ja, das ist das Format. Weißt du, wie ich meine? Yeah. Eins, zwei runde Glas, eins, zwei gerades Glas, eins, zwei rundes Glas. Und so bauen wir das jetzt zu, theoretisch. Also ich habe ja kein Holz mehr, Leute, aber... Wieso hast du kein Holz mehr? Hast kein Holz mehr für die Hütten? Nö, guck mal, ich hab noch 24 Bretter. Na, dann her damit. Aber ich weiß nicht, ich hab noch 8 Bretter. Lass das lieber unten machen, nicht, dass ich das hier irgendwo daneben schmeiße. Nein, ich muss da, aber ich brauch das doch hier. Schmeiß es doch hier auf diese... Warte, okay. Na, siehst du wohl. Und du musst dir auch nur ein bisschen was zutrauen. So, ich baue jetzt Dächer, Leute. Seht ihr das? Nee, ihr seht es wahrscheinlich. Was ist das denn? Warte mal kurz. Aber irgendwas Neues. Ey, Leute, hier gibt es eine Leiterluke. Das ändert natürlich wieder alles. Wusstest du das? Nee. Ja, mit einer Leiterluke, dann brauche ich ja gar nicht theoretisch so weit hochbauen. Diese letzte Treppe. Ja, dann kann ich das hier alles wegholzen und hier eine Leiterluke oder wie das heißt, glaube ich, bauen, ne? Ja, oder ist das egal? Und du erzählst mir noch, dass ich Ressourcen verschwende. Das ist ja nicht verschwendet. Wir können das auch so lassen. Was hältst du davon? Ja, wir haben halt eine große Treppe anstatt eine Leiter, die wir nach oben krebsen müssen, ne? Ja, scheiß drauf. Wir brauchen keine Leiter, Luke. Wir machen jetzt hier... Jetzt sind die Nägel leer. Leute, ich glaube das aber nicht. Aber wir haben unten noch welche, das weiß ich. Wir haben da noch über 300. Hier. Ja, 300 Stück sind da unten noch. Mann, geh doch mal weg, du komisches Ding. So, eins. Also. Das ist eins. Nee, genau. Hier kommt hier noch eine Vierecke. Da kommt noch ein Dach ran jetzt hier. Wo ist es denn? Vier? Möwe macht da Glas. So, und jetzt muss ich hier rüber, ne? Okay. Ja. Hier rüber. Möwe macht dann Glas hier. Wisst ihr, wie ich meine? Das oben Glas ist an der Seite, so dass eine Glaskuppel ist, logisch. Und dann, dann muss er halt immer ab und zu mit Wasser hier hochbringen, ne? Das ist ja nun mal, ne? Da macht er ja auch gerne. Ja, willst du Tschüss sagen oder was? Schon wieder Nacht, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Wir können überhaupt nichts sehen. Ja, Freunde, das war's wieder mit der nächsten Folge Subsistence. In dieser Folge haben wir mal ein bisschen gebaut und ich habe mal ein bisschen geangelt. Das Angelvergnügen ist allerdings schon wieder beendet. Nee. Ja. Obwohl, das geht eigentlich nicht. Eigentlich müsste man noch weiter angeln, aber ich guck mal auf die zur Uhr. Naja, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es da wieder heißt. Survival am See, Überleben im Schnee. Bis dahin, ciao, ciao, bye, bye, bella, bella, paka, paka.